Einen wunderschönen guten Tag, willkommen zum nächsten Crate Opening bei Rocket League. Ich muss mich echt mal bei euch bedanken. Vielen, 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 vielen lieben Dank. Ich habe so fucking viele Kisten, unter anderem von Xerox, von Lukas, von Dr. Wissen, von ganz vielen Leuten, dessen Namen ich schon alle wieder vergessen habe, weil ich zu doof bin, um mir das zu merken. Ihr seht hier, wir haben über oder eigentlich exakt 60 Kisten und wir haben hier, wie ihr seht, 10 Schlüssel. Und die wollen wir heute mal wieder aufmachen oder verwenden. Ich überlege, was wollen wir machen? Wollen wir die Champions 4 Kisten nehmen oder wollen wir andere Kisten nehmen? Wir hätten Champions 4 Kisten, da ist natürlich geiler Inhalt drin, der Octane wäre da drin. Das wäre eine coole Sache. Die ARA-Reifen finde ich bin ja so ein Reifenfreak, so fände ich auch echt cool. Wir haben in den Weltmeister-Champions-Kisten natürlich, Dreier, haben wir den Breakout, der, ja, Hypernova, die haben wir ja auch schon, die Reifen. Wir haben ansonsten da auch nichts so Geiles. Champions-2-Kisten haben wir mit dem X-Devil MK2. Ja, ich weiß es nicht. Lobo finde ich auch ganz geil. Sind auch für meinen Dominus vielleicht ganz cool. Habe ich, glaube ich, da nicht die Lobo-Reifen. Die wären vielleicht ganz geil. Ich glaube, ich nehme die Zweier. Ich bin mir nicht genau sicher, was ich da persönlich heute nehmen möchte. Und da haben wir natürlich den Dominus GT, den habe ich ja mittlerweile. Aber was auch noch ziemlich cool wäre, wäre natürlich... Ja, das ist, glaube ich, weiß nicht, ob das geil wäre. Da ist also sehr, sehr viel drin für den... Das wäre halt auch... Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, Leute. Wir werden einfach mal 10 Weltmeisterkisten 4 öffnen. Einfach nur, weil da auch die ARA-Reifen drin sind. Oder die ARA-Reifen. Area 51-Reifen. Kann man... Ist das vielleicht darauf abgeleitet? Ich weiß es nicht genau. Deswegen machen wir die Kisten jetzt mal auf. Und ich bin sehr gespannt, was da drin sein wird. Ich bin ein bisschen nervös mal wieder und freue mich sehr. Wenn ihr wollt, dass vielleicht andere Kisten mal drankommen, schreibt es mir in die Kommentare, welche Kisten ich unbedingt öffnen soll. Welche Einer-, Zweier-, Dreier- oder Vierer. Und dann haben wir bald ein nächstes Opening. Ich habe ja noch genügend Kisten auf Lager. Vielen Dank dafür euren Support auch noch einmal an der Stelle. Aber jetzt geht's los. Erste Kiste und ich habe da bestimmt wieder einen super krasses Luck. Das ist auch Deutschluck, ist auch super. Oder vielleicht mal so ein DK wäre auch mal ein cooles Proton haben wir. Haben wir. Ist okay. Können wir nehmen. Man kann, glaube ich, auch Sachen kombinieren. Oder seltene Sachen kann man irgendwie noch kombinieren und bekommt dadurch irgendwie auch noch andere coole Sachen. Habe ich mich noch nie auseinandergesetzt. Keine Ahnung. Aber ich glaube, da war noch irgendwie sowas in der Art. Was haben wir jetzt? Schönes. Wieder was Geiles? Na? Nein, nur die Mean Streak. Aber selten Aufkleber. Ey, ist doch besser als gar nichts, Leute. Das Auto, ne? Sorry. Aber so eins würde ich nicht mehr im echten Leben fahren. Also, was ist denn das? Ah, okay. Nächste Schlüssel, die wir einlösen werden. Komm, gib mir doch mal geilen Stuff. Komm schon. Ich will auch nur die Reifen haben, ey. Ja, okay, die Zomba-Reifen. Eins weiter noch. Scroll doch eins weiter auf die ARA. Aber Zomba ist... Naja, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Ach, wir haben die ARA-Reifen gerade schon drauf. Ah, den haben wir gar nicht drauf. Das ist ja gar nicht unser Auto. Das ist nicht immer ein Idiotenlappen, ey. Gut, nächstes... Ich bin auch ein bisschen durch den Wind gerade. Aber einmal die seltenen Decal-Sachen wären auch geil. Na, Roadkill. Ja, ist aber okay für den Octane. Finde ich ganz cool, dieses zerbrochene Glasgewölbe-Ding. Finde ich okay. Für den Octane, ja, Octane halt, ne? Kann ich Repats geben, der ist so ein Octane-Freak. Nennt immer den Octane. Das ist, machen wir mal, gucken wir mal, was wir da machen werden. Komm, gib mir doch mal irgendwas Cooles jetzt da drin. Gefühlt bekommt man hier echt, oh, die Mystery Universal Decay, das wäre so geil gewesen. Ach, nochmal, du bist aber lieb zu mir. Dankeschön nochmal, dieselben Aufkleber, ey. Das ist ja richtig nice. Wir haben noch 5. Hab jetzt schon keinen Bock mehr. Ich werde immer enttäuscht von meinen Spielen. Ich will mal was so sagen, wo ich ausrasten kann, wo ich mich mal freuen kann. Hab sonst nichts im Leben, wo ich mich freuen kann. Da sind die Dingens gewesen. Da, die Mean Streaks schon wieder. Irgendwie, warum kommen die denn viel öfter als alles andere? Das ist doch Kacke hier. Erstmal ernsthaft, Leute. Es ist doch Kacke. Komm schon. Mach, gib mir doch. Lass mich doch. Ich möchte doch nur. Komm. Ah, bleib doch bei den Aras stehen. Bleib doch bei den, oder bei den Nächsten. Warum denn? Ach, ich bin enttäuscht. Ich, ich,
Ich werde nicht mehr froh in meinem Leben, glaube ich, mit Rocket League. Sachen öffnen, Packs bei FIFA oder Rocket League ist einfach nicht so, ist einfach nicht so meins. Habt da irgendwie nie Glück drin gehabt. Irgendwie, ach, die Proton natürlich nicht, sondern nur, das ist kann ich irgendwo reinbeißen? Irgendwo vielleicht. Das ist auch so ein Brummer hier, das Auto, ey. Gut, die letzten beiden. Ich bin enttäuscht. Enttäuscht bin ich. Enttäuscht! Hörst du das Rocket League-Spiel? Enttäuscht! Komm! Es ist doch... Rare Tag. Ist okay. Für den Hotshot. Ist okay. Wenn ich eh nie fahren, aber ist okay. Das sind so Autos, wo ich mir sage, es ist so... Es ist alles so... Komm, eine noch. Es ist so... Nee. Nee, Leute, nee. Finde ich nicht gut. Komm! Gib mir doch mal was Geiles! Ach komm schon, Verzerrung wenigstens. Verzerrung noch am Ende. Aber 9 Euro ausgegeben dafür. Hey. Aber Verzerrung ist okay. Habe ich mir zum Teil auch gewünscht. Aber für den Breakout kann ich das auch nicht wirklich was mit anfangen. Naja, wir haben also was bekommen. Guck mal, die Sachen haben wir schon alle geholt oder wie. Aus der Serie 1 haben wir die alle Sachen schon rausbekommen, ne? Dominus gibt, ach, die haben wir aktuell, oder wie? Und wir können die Sachen auch irgendwie kombinieren und können da irgendwas Cooles draus machen. Ich weiß halt noch nicht genau, wie das funktioniert. Den haben wir aktuell auch drin, den Dominus. Irgendwie geht es ja auch hier. Ich weiß aber nicht genau, wie. Das ist so eine Sache, das ist so egal. Gut, wir haben jetzt, unseren Dominus GT immer noch hier, ja. Also Dominus. Tja, liebes Schätzchen, irgendwann hast du auch mal neue Reifen. Irgendwann bekommst du die auch nochmal. Wir haben ja noch andere Autos hier. Dark Owl Mystery ist das hier, ja. Ist auch nicht schlecht, das Auto. Finde ich auch ganz nice. Und wir haben noch ein anderes Spielset. Nein. Ach, guck mal, den hatten wir damals mal. Naja, gut, Leute. Ja, das war's. Eine ganz wichtige Information noch. Die Rocket League Liga beginnt ab genau jetzt. Wer nicht weiß, worum es geht... Erster Link in der Videobeschreibung, das ist ein Discord-Channel. Ihr könnt euch immer noch weiterhin anmelden für die Rocket League Liga. Allerdings müsst ihr bedenken, dass wir aktuell schon starten. Heißt, für die nächste Series, also für die nächste Season, könnt ihr euch dann anmelden. Heißt, ihr müsst einfach mal auf den Discord-Server gehen. Und ich werde dann dementsprechend bald, wenn die Season vorbei ist, nochmal eine weitere Anmeldung machen. Für all die, die sich angemeldet haben für die Rocket League Liga, bitte mal euer Discord checken. Dort habt ihr jetzt einen Rang bekommen oder eben auch nicht, falls irgendwas fehlerhaft war. Alle Informationen auf dem Discord-Channel. Bis dann, haut da rein, macht's gut und ich weine jetzt ein bisschen. Das Daumen nach oben, der wäre auch super. Macht's gut, bis dann. Tschüssikowski, Lee und tschüss.